Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Feiertage und freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir haben heute eine Freitemennacht und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ran ans Telefon. Telefonnummer 0800 220 50 50, Faxnummer 0800 220 50 51 und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Jetzt hier live im Radio und im Fernsehen. Erster Anrufer, 39 Jahre alt, Holger. Guten Morgen. Guten Morgen, grüße dich, Domian. Ja, Holger. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich seit ungefähr, seit Februar vor 2 Jahren eine Beziehung zu einer Frau habe, die wir uns kennengelernt haben im Chat. Und danach haben wir nur noch telefoniert und essen zusammen und leben an sich eine Beziehung am Telefon. Wir kennen uns nur vom Telefon her. Seit 2 Jahren? Seit mehr als 2 Jahren. Ist ja ein bisschen verrückt, oder? Total krass an sich, aber... Warum? Warum ist es so? Warum? Es hat sich so ergeben. Wir haben gechattet seinerzeit und haben uns im Chat kennengelernt. Gut, das habe ich verstanden. Aber warum trefft ihr euch nicht? Sie wohnt ungefähr 600 Kilometer weg von Na mir. Und? Na und? Ich arbeite am Wochenende, sie arbeitet mitten in der Woche. Ach komm, irgendwie geht's doch mal. Nein, also irgendwie... Es gibt Feiertage, es gibt Ostern, es gibt Pfingsten, gab es jetzt. Gab es, das gibt doch vollkommen recht, aber ich habe gearbeitet Pfingsten. Ja, aber das ist doch eine Ausrede, oder? Nein, das ist Fakt. Es gibt doch, es muss doch möglich sein, in 2 Jahren, dass 2 Menschen einen Termin miteinander finden. Ja, wir haben es irgendwie nicht geschafft, wahrscheinlich. Glaube ich nicht, ihr habt Angst davor. Das könnte durchaus auch sein. So wird es sein. Das wird wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich angerufen habe und darüber rede. Aber Problem darüber ist einfach nur dieses. Wir haben uns kennengelernt. Theoretisch lieben wir uns am Telefon. Mit allem, drum. Was so eine Beziehung gibt. Mit allem. Mit allem, was eine Beziehung gibt. Mit allem, mit absolut allem. Mit absolut allem. Mit Telefonsex, wenn ich das so sagen so, darf. So, darauf, wollte ich, darauf auch, wollte ich doch jetzt hinaus. Und auch mit sich mit gegenseitig ein bisschen ankeifen und so weiter. Achso, es gibt auch Auseinandersetzungen und Streit am Telefon. Natürlich. Hast du sie schon mal gesehen, sprich auf dem Foto? Und nein, absolut auch nicht. Gar nichts. Gar nicht. Bist du denn frei oder bist du auch noch in einer richtigen... Nein, ich bin nicht in einer Beziehung. Du bist frei. Seit vielen Jahren Single. Und sie, ist sie auch frei? Sie ist auch frei. Sie ist jetzt geschieden worden und aber schon davor war sie mit ihrem Partner nicht mehr zusammen. Wie alt ist sie? Sie wird dieses Jahr 32. Ja. Ja. Und ich bin 39. Also, ihr habt alles, was man so sich erzählen kann als Paar, habt ihr euch schon erzählt am Telefon? Ja, klar. Auch Beruf, privat, was machst du heute, was machst du morgen? Wir telefonieren 2 bis 3 Mal die Woche. Wir simsen uns regelmäßig. Also, wie so in einer normalen Beziehung. Hast du nicht Sehnsucht danach, sie zu sehen? Hast du nicht Sehnsucht danach, auch mal wirklich mit ihr zu schlafen? Immer nur Telefonsex ist ja nur auch ein bisschen öde, oder? Ja, es ist schon so, dass es irgendwo öde ist, aber es hat auch seinen Reiz, sag ich mal. Man lebt am Telefon doch seine Fantasien total aus, sag ich mal. Also du meinst also, du kannst am Telefon das besser ausleben? Nein, also ich weiß nicht, ob ich es besser kann, aber wir vertrauen uns Sachen an, die ich, sag ich mal, vielleicht nicht immer unbedingt so theoretisch mich trauen würde, auszuleben, sag ich mal ganz ehrlich. Sag mal ein Beispiel, wenn es relativ... ich würde niemals hergehen also und fragen, obwohl das ist banal irgendwo schon fast, ich würde sagen, ich würde niemals eine Frau am Bett fesseln wollen und dann meinen Sex mit ihr haben wollen. Ach so. Aber warum nicht? Warum nicht? Es würde schon Spaß machen, aber irgendwie, ich mache es manchmal Spaß in der Fantasie, aber im praktischen Leben reicht es mir aber auch schon, wenn ich doch ein bisschen fast normaler bin. Also, ihr lebt so ein bisschen SM am Telefon. Ja, ich mehr als sie. Ja, aber sie macht mit. Ja, klar. Ja. Ja. Würde also, sie denn, habt ihr mal darüber so gesponnen, würde sie denn real auch mitmachen, wenn ihr euch mal irgendwann, was ich sehr hoffe, für euch mal trefft? Ja, also im Gespräch her, natürlich, im Gespräch her kam es raus, dass sie gesagt hat... Sie will also, gefesselt werden am Bett. Ja, also sie, beziehungsweise ich auch, also das kommt ganz drauf an. Ich sage mal, eine Beziehung heißt ja auch dann geben und nehmen. Ja? So. Also das heißt ja nicht nur, dass ich als Mann nur nehmen darf, sie darf als Frau sich auch nehmen. Also Holger, ich finde, das soll jetzt nicht nochmal 2 Jahre so weitergehen.
Ja, ich weiß das nicht. Also Nein, ganz im Ernst, jetzt ganz im Ernst. Ich glaube schon, dass da irgendeine Angst im Hintergrund ist, weil das gibt es nicht, dass man 2 Jahre nicht zueinander findet. Das glaube ich einfach nicht. Das ist so, definitiv. Fakt, glaub es mir. Weihnachten. Habe ich gearbeitet. Ach, dann nimmst du hast doch mal Urlaub im Jahr und sie auch. Ja, das stimmt schon. Sie war in Kuba, ich nicht, das stimmt. Ja, nee, also ganz im Ernst. Ich glaube, wenn man das wirklich will, dann kann man sich auch treffen. Ja, gut. Die beschäftigsten Leute dieser Welt schaffen es, Termine zu finden miteinander. Also stimmt schon, aber irgendwo ist dann vielleicht doch die Angst bei ihr und bei mir wahrscheinlich, dass wir dann aus unseren Fantasien ins Reale gerissen werden und uns dann vielleicht doch sagen, hey, am Telefon ist alles easy und wenn wir uns dann sehen, dann ist vielleicht ist es auch die Angst vor einer Enttäuschung, dass sie dir vielleicht gar nicht gefällt und umgekehrt ganz genauso. Das durchaus sagen könnte. Und dass es dann vielleicht real, wie du es gerade auch ausgedrückt hast, dass es real gar nicht so harmoniert und so prickelnd ist. Und vielleicht auch so anregend im sexuellen Sinne wie am Telefon. Kann ja sein, dass ihr die Angst habt. Das könnte durchaus sein. Im Nachhinein sollte man das wahrscheinlich auch nicht als abwegig bezeichnen. Weil entscheidend finde ich aber die Frage, fühlt ihr euch so wohl, wie das jetzt läuft? Ich glaube eher wohl nicht, sonst hätte ich wahrscheinlich auch, gebe ich ganz ehrlich, so nicht angerufen oder so. Also ich wollte darüber sowieso mal reden und mein ganzer Bekanntenkreis weiß davon gar nicht, witzigerweise. Ach. Also das und ihr Bekanntenkreis und ihre Geschwister wissen das dann auch nicht. Aber warum haltet ihr das geheim? Das ist doch nichts Schlimmes. Ja, also das ist irgendwie so der Witz, unsere SMS, die wir uns schreiben und so. Also bisher wussten das nur 2 Menschen, nämlich du und deine Freundin. In dem Sinne gesehen, ja. Jetzt wissen es ein paar hunderttausend mehr. Ja, und jetzt wissen es 200.000 mehr. Ich habe mich geoutet, finde ich okay. auch nicht angerufen. Hast du es eigentlich mit ihr abgesprochen, dass du ja anrufst? Nein, ich hatte das gerade aus einer Laune heraus. Ja. Und ich dachte, ich muss es heute unbedingt mal bei Domian anrufen und das mal kundtun. Und gleich hat es geklappt, das ist ja toll. Das hat sofort geklappt, super. Ich glaube, wenn beide Leute dieses irgendwie sehr toll finden, schräg finden und sich darin wohlfühlen, glaube ich, dass man durchaus auch so eine abgedrehte Beziehung führen kann. Warum nicht? Man muss ja nicht alles immer ganz traditionell machen. Aber wenn man ansatzweise anfängt, sich da nicht wohlzufühlen und vielleicht doch eine reale Sehnsucht hat, vielleicht doch mal jemanden anzufassen, körperliche Wärme zu spüren und so weiter, vielleicht auch wirklich Alltag mit jemandem zu teilen, dann muss man über den Schatten springen, der jetzt schon sehr groß geworden ist in 2 Jahren. Ja, das bestimmt. Das Allerschärfste daran ist ja, wir sind ja schon traurig, wenn wir uns nicht einmal pro Tag eine SMS schreiben. Ja, ja. Also da gibt es schon echt so Beschwerden von mir, so wie von dir. Also Holger, fangt doch mal in kleinen Schritten an. Schickt euch doch erstmal Fotos. Wäre eine Maßnahme, ja. Dass man sich so ein bisschen aneinander gewöhnt. Da ist vielleicht die Angst schon mal gebannt, hey, der gefällt mir gar nicht, ich finde den grauselig. Habt ihr euch denn so real, also wirklich ehrlich beschrieben? Das kann ich dich ja nicht fragen. Also zumindest ich von meiner Warte kann es behaupten. Ja. Und ich glaube, da wir uns schon so lange kennen, dass sie mich auch nicht unbedingt belogen haben wird. Also sie hat auch garantiert keine Warze auf der Nase und was kann nicht was. Ja. Also sie ist sehr sportlich, bin ich auch. Ja. Und das ist absolut der Hammer. Also ich finde, dass ihr euch jetzt erstmal annähern solltet in Form eines Fotos und dann vielleicht doch einfach mal das ins Auge fassen solltet, vielleicht jetzt im Sommer irgendwo, vielleicht in einer netten Umgebung, vielleicht gar nicht mal bei dem einen oder bei der anderen, sondern vielleicht in einem neutralen Ort, dass ihr euch trefft und einfach mal ein paar Tage miteinander verlebt oder ein Wochenende. Es kann natürlich auch sein, dass für uns beiden ein einziges Problem die Rolle spielt, dass ich habe am selben Tag Geburtstag wie ihr Ex-Mann und sie hat am selben Tag Geburtstag wie meine Ex-Freundin. Also das ist der absolute Hammer. Wir lernten uns kennen und dann meint sie so, was hast du denn Geburtstag? Und sie so, 24. Dezember. Und ich so, und sie so zu mir, wann hast du Geburtstag? Sag ich, Mitte im Juli. Aha. Und sie so, nicht an dem und dem Tag. Und ich so, doch, genau an diesem Tag. Das sind ja alles Fügungen. Und das ist einfach so krass und so durcheinander, das kann man gar nicht glauben. Also so, Holger, wenn ihr beide euch getroffen habt, dann möchte ich nochmal mit dir reden. Versprochen. Dann versuchst du durchzukommen, es hat heute so gut geklappt. Ja, ich hoffe, dass es dann auch klappt. Und wenn nicht, schicke ich eine E-Mail, weil ich habe jetzt wieder seit heute E-Mail und dann kann ich... Mit E-Mail klappt es immer noch viel besser. Dann kann ich dir eine SMS, eine E-Mail schreiben ganz und sag dir dann, wir müssen nochmal reden. Ich bin sehr gespannt. Super, ich werde dich an Foto, erinnern. Genau, Foto und dann versuchen, einen Termin endlich zu finden zum Treffen und dann ist die Spannung ja wahnsinnig und dann möchte ich davon erfahren. Super. Alles Gute.
bedanke mich, Jürgen, wünsche dir noch eine schöne Show. Schöne Grüße an deine Freundin. Werde ich tun. Tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, heute haben wir eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema das Geschäft mit dem Sex. Ich möchte mit all den Menschen reden, die in irgendeiner Weise etwas verdienen am Sex oder mit Sex. Seien es Prostituierte, seien es Callboys, seien es Pornodarsteller, seien es vielleicht Betreiber von Sexshops und so weiter. Also das Geschäft mit dem Sex morgen. Und am Donnerstag sind wir wieder früher im Fernsehen. Und zwar um 11:45, direkt nach dem Kanzlerbungalow, sind wir dann im Fernsehen. 11:45. Jetzt geht's weiter mit Dennis. Dennis ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi. Hi, Dennis. Ich grüße dich. Ja, ich dich auch. Und was geht's bei dir? Oh ja, ziemlich prekär eine Sache. Also das Ding bei mir ist, ich bin ziemlich sexsüchtig und ja. Also sexsüchtig, was heißt denn das sexsüchtig? Ja, also ich bezeichne... Sind wir nicht alle irgendwie ein bisschen sexsüchtig? Denke ich mal, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, bescheid mal bei dir. Wir wollen mal testen, ob das wirklich über das Normale hinausgeht. Ja, also bei mir ist es so, der Durchschnitt 7-8 Mal pro Tag. Aha, das ist schon eher ein bisschen viel, ja. Ja, doch. Ja, würde ich schon sagen, ja. Was heißt onanieren? Oder du wirst ja nicht immer eine Freundin zur Hand haben. Nee, das ist richtig, aber die meiste Zeit ist sie dann doch da, ja. Achso, du bist in festen Händen? Ja. Ja, wie lange schon? Na, seit knapp 2 Wochen. Oh, ja, ich meine, dann ist ja natürlich alles noch klar, ist doch klar. Da ist man ja noch ganz wibbelig. Da will man ja fast nur noch, oder? Ja, doch. Oder war das vorher auch schon so, vor der Beziehung? Ach, das war vorher auch schon so. Das ist schon, seitdem ich mein erstes Mal hatte, da ist das schon, ja, da findet man halt Gefallen dran und, ja. Hast du denn das früher auch schon so gedacht, dass du sexsüchtig bist? Ich meine, das ist ja ein großes Wort, süchtig, also... Nee, nicht direkt unbedingt. Wie soll man das sagen? Ich habe es halt gern gemacht und unbedingt süchtig habe ich natürlich nicht dran gedacht. Nee, Quatsch. Ja. So, jetzt bist du 2 Wochen mit deiner Freundin zusammen. Mhm. Ganz super frische Liebe. Ja. Will sie das denn auch so oft wie du? Frag mir was Leichteres, deswegen rufe ich ja an. Ja, das merkst du doch. Entweder sagt sie ja oder nein. Entweder windet sie sich weg oder sie liegt da und ist beglückt. Ja, also die meiste Zeit, klar, also wenn ich dann angeschissen komme, dann, ja, will sie dann auch, so ist es nicht, aber, ja, sie weiß halt nicht, dass ich halt, ja, also ich bezeichne mich als männliche Nymphomane, das hört sich jetzt lustig an, aber... Ja, gibt's auch, ja. Ja, das ist es. Ja, also es könnte ja nur wirklich sein, ich will es jetzt nicht runterreden, aber dass es natürlich damit zusammenhängt, dass auch, dass ihr gerade frisch verliebt seid, dass alles ganz neu ist und da ist man natürlich wirklich noch eine Nummer krasser drauf, als wenn du jetzt schon ein Jahr mit deiner Freundin zusammen wärst. Ja, aber das wird sich nicht ändern, weil das war bei meinen früheren Beziehung kann man nicht unbedingt davon reden. Also du hast wirklich Bock und Lust, am Tag 7-8 Mal Sex zu haben. Ja. 7-8 Mal einen Orgasmus zu haben. Was nochmal? 7-8 Mal am Tag einen Orgasmus zu haben. Ja, doch, und das egal wo. Du nimmst nicht heimlich irgendwie Viagra-Pillen ein oder sowas? Nee. Was heißt denn egal wo? Ja, egal wo. Ja, halt auch draußen. Ja? Was machst denn du? Bist du noch Schüler oder bist du in der Lehre oder was machst du? Ja, Schüler, so gesehen. So gesehen Schüler? Ja. Was heißt so gesehen? Ja, halt Schüler. Halt Schüler, ja. Gut, dann müssen wir das auch nicht weiter vertiefen. Das heißt also, dass du unterwegs, wenn du in der Schule bist, auch schon mal auf die Toilette gehst und dich da auch vergnügst mit dir alleine? Nee, so weit ist es dann noch nicht, nee. Das mache ich dann nicht. Also in der Schule, nee. Wie sind denn die Beziehungen, die du vorher hattest? Wie lange warst du mit dem Mädel zusammen? Nicht lange, nachdem ich das erzählt hatte. Weil es hieß zwar erst immer von wegen, ja, super schön und oh, das finde ich ja gut und das sind wir ja auch und das finde ich gut und sowas, das ist super. Ja, und dann, wo es dann halt wirklich so weit ging, dann war halt, wenn ich das so ausdrücken soll, die Arschkarte und dann war es das. Ja, was heißt denn, wie lange wart ihr denn zusammen?
Ja, nachdem ich das erzählt habe, die längste, 2 Wochen. Auch 2 Wochen nur? Ja. Wie lange warst du denn bisher überhaupt mal mit einem Mädel zusammen? Das längste war, ja, es ist aber eigentlich Kinderkram, das war früher noch, da knapp 3 Jahre. Das war mit einer früheren, aber da hatte ich auch noch keinen Sex gehabt und sowas. Achso, das ist da ganz, ganz war weit. War ich noch wirklich, ja. Und der anderen, weswegen es kaputt gegangen ist, gab es da vorher auch noch eine andere Beziehung, wo jemand dann laufen oder ein Mädchen laufen gegangen ist, nachdem die gemerkt hat, wie du drauf bist? Ja, mehrere. Mehrere? Jetzt eigentlich alle. Ach so, also in dem Moment, wo du das ausdrückst, ich meine, du hast ja keine große Chance, das zu leben mit den Frauen, wenn das nur mal 2 Wochen hält. In dem Moment, wo du das sagst, dass du so oft ran möchtest, gehen die Mädels, oder wie? Ja, was heißt sofort? Das geht denn so 2 Tage noch gut, aber das war's dann auch. Ja. Was macht man denn da mit dir? Keine Ahnung, deswegen rufe ich an. Vielleicht kann mir da irgendjemand helfen, der da vielleicht sogar dasselbe Problem hat. Ja. Oder also, so ähnliches. Trieb ist natürlich erstmal Trieb. Wenn man den Trieb erstmal hat, dann ist er auch da. Ja, das ist richtig. So, es ist natürlich die Frage, wie man damit umgeht, wie man ihn auslebt, ob man ihn auslebt. Und ob man ihn vor allen Dingen auch immer dann mit der Partnerin ausleben will und sollte. Doch, will auf jeden Fall. Also so ist es nicht. So, aber die Frage ist, ob man das sollte. Denn ne, die entscheidende Sache ist ja, ob das Mädchen das möchte. Und wenn das Mädchen merkst, dass das Mädchen das nicht so oft will, dann musst du dich einfach zurückhalten und musst Handbetrieb einsetzen. Das ist nun mal so dann. Ja, wie willst du es anders machen? Ja, okay. Wie willst du es anders machen? Und dann letztendlich musst du dich erstmal auf deine Freundin einlassen und dass ihr da eine Schnittmenge findet, wo ihr beide Spaß dran habt. Das ist richtig, ja. So. Und ich würde auch nicht das Mädchen so überfahren. Ich meine, das ist schon seltsam, wenn die Beziehung nur ein paar Wochen immer gehalten haben. Da musst du dich halt auch ein bisschen zurückschrauben. Du musst das auch nicht gleich alles rausposaunen, dass du so viel willst. Fühl doch erstmal, teste doch erstmal, wie das Mädchen drauf ist und was das möchte. Und dann guck weiter. Ja, okay. Aber das ist nicht gerade leicht, dich zurückzuhalten. Das ist es ja. Wenn es denn halt da ist, dann will man und... Denn aber auch egal wie. Das ist dann einem wirklich egal. Und wenn es draußen ist, mitten auf der Straße, da sucht man sich irgendwie ein Gebüsch, sag ich jetzt einfach. Ja, aber das ist eine Sache dann, wo du dich eben auch ein bisschen trainieren musst. Das ist eine Frage der Disziplin. Du kannst ja nicht nur dich ausleben. Du musst ja eben auch die andere Person im Auge haben und die Interessen und die Gefühle des Partners, deiner Partnerin sehen. Und das heißt, da musst du dich eben ein bisschen in eigene Bahnen führen. Anders geht's nicht. Was willst du denn anders machen? Der Trieb ist da, okay, akzeptiert. Dann mach das, was mit deiner Freundin möglich ist zu machen und den Rest mach alleine. Und du bist erst 18 Jahre alt, kann man ja sehen und abwarten vielleicht in den nächsten Jahren, dass sich das schon ein bisschen runterfährt, kann ja sein. Das kann natürlich sein, das ist richtig. Aber so großes Vertrauen, dass ich das tatsächlich runterschraubt, habe ich nicht, denn nee. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich sogar noch mehr will. Ja, okay. Das ist ja auch müßig, darüber jetzt zu spekulieren. Es geht ja erstmal darum, wie du dich in der aktuellen Situation verhältst, auch deiner Freundin gegenüber. Und da finde ich, dass du dich schon zurücknehmen solltest. Und die Interessen und die Bedürfnisse deiner Freundin auch im Auge haben solltest. Sonst ist die Freundin auch wieder weg nach ein paar Monaten. So. Ja, und das ist gerade das, was ich nicht hoffe. Ich nehme natürlich auch Rücksicht auf ihre Bedürfnisse. Ja. Das ist ja nun nicht. Also ich habe ja nicht nur mich im Kopf, von wegen, jetzt bist du geil, jetzt musst du es machen. Ja. Und wenn du so krass drauf bist und es überhaupt nicht mehr geht, dann musst du halt sehen, welchen Weg du eine Weile gehst. Geht es dann überhaupt mit einer festen Beziehung? Oder suchst du dir immer wieder neue Frauen und lebst erstmal wirklich deinen Trieb aus? Beides geht wahrscheinlich nicht auf eine Karte zu setzen. Das ist richtig, aber ich suche schon wirklich eine feste Beziehung. Weil so, und dafür muss man auch was tun. Das stimmt, ne? Ja. Dafür muss man was tun und kann nicht nur sich selbst sehen, sondern man muss eben den anderen auch sehen. Das ist richtig, ja. In diesem Sinne, Dennis. Okay. Reiß dich ein bisschen am Riemen, Mensch. Alles Gute. Wenn ich mich am Riemen gerissen habe, dann melde ich mich nochmal. So. Und dann sag ich Bescheid. Okay, tschüss, Dennis. Alles klar, tschüss. Ciao. Das Geschäft mit dem Sex heißt unser Thema morgen. Heute sind wir frei in den Themen und ich begrüße herzlich Marie-Louise. Und Marie-Louise ist 47 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Marie-Louise. Ja, hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Was geht's bei mir? Um was ganz Dummes eigentlich in meinem Alter. Und zwar, ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, bin auch schon Oma und war geschäftlich, privat unterwegs und habe mich tierisch verliebt.
Und damit habe ich ein Riesenproblem. Das können wir vorstellen. Wenn du in einer Beziehung steckst, wie lange seid ihr verheiratet? 22 Jahre. 22 Jahre. Wie läuft denn die Ehe? Freundschaftlich. Mhm. Ja, einfach auf freundschaftlicher Basis, ja. Ausschließlich auf freundschaftlicher Basis? Das heißt, ihr schlaft auch nicht mehr miteinander? Seit circa 9 Jahren, nein. Seit 9 Jahren nicht mehr? Nein. Bist du denn seit 9 Jahren ihm treu, also bevor diese Sache jetzt passiert ist, treu geblieben? Nein. Also nein. Wie viele Seitensprünge gab es? Einen sehr intensiven. Ja, aber dieser Mann ist tot. Ah ja. Aber jetzt hast du, dieses hier ist jetzt nicht nur so ein Sex-Seitensprung, sondern du hast dich verliebt. Ja. Wobei das Wort verliebt eigentlich nicht zutrifft. Also das ist mir noch nie passiert in meinem Leben. Also es übersteigt noch das Wort verliebt. Ja. Ohne jetzt zu viel zu verraten und dich erkennbar zu machen, versuch mir doch mal zu erklären, wie und wo du ihn kennengelernt hast. In Berlin. Im beruflichen Rahmen oder zufällig so? Das war beruflich, war ich dort, aber privat. Aber privat, ja. Ist er in deinem Alter ungefähr? Nein, jünger als ich. Jünger, viel, aber nicht sehr viel jünger. Für mich schon, ja. Nämlich, das musst du verraten jetzt, 19? Nein, 40. Ach ja, na gut, das ist ja dann doch die gleiche Liga ungefähr. Wie lange läuft das jetzt schon? Das ist ganz neu, ganz frisch. Das ist gerade mal 3-4 Wochen. Mhm. Wieso sagst du, ich meine, du bist ja auch jetzt eine erfahrene Frau von 47 Jahren, die das gut beurteilen kann, die Liebesangelegenheiten. Warum meinst du, dass es jetzt so was Besonderes, dass es sogar das Wort Verliebtsein sprengt? Was ist denn da so besonders dran? Oder für dich so besonders dran? Das Besondere war einfach, ich war mit Freundinnen irgendwo am Kudamm und einfach nur fortgehen und ich wollte einfach nur gucken, sehen und machen, was sie tun und ohne Ambitionen, einfach nur da sitzen, Spaß haben an der Freude. Mhm. Und ich wollte weder tanzen, noch wollte ich jemanden kennenlernen, einfach nur da sein. Mhm. Und das war eine Freundin, die ich vor 12 Jahren in Miami kennengelernt habe und wir haben uns einmal gesehen vor knappe 19 Jahren und nie wieder und eben 9 Jahre nur Telefonkontakt hatten und habe sie dann besucht dort und ich weiß auch nicht. Ach, es handelt sich um eine Frau? Nein, es handelt sich um einen Mann. Diese Freundin hat mich dann eben, nachdem dieser Mann mit mir tanzen wollte und ich sagte nein, will ich nicht, mag ich nicht, tue ich nicht, bin rausgegangen, er ist hinter mir her, wir haben uns einfach nur unterhalten. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich tanzen. Dann kam schöne Musik und wir haben getanzt und ich kann es nicht erklären, es ist einfach nur... Und jetzt hast du seitdem, jetzt in den letzten Wochen, hast du nur ihn im Kopf? Ja. Habt ihr miteinander schon geschlafen? Nein. Noch nicht? Ihr telefoniert viel? Wenig. Wenig. Ist er denn auch so begeistert von dir, wie du von ihm? Ich denke, nein. Ach so. Das macht das Ganze ja nun sehr kompliziert. Genau. Ist er denn in festen Händen, weißt du das? Nein. Aber er hat eine Beziehung hinter sich und diese Frau liebt er. Abgöttisch. Also seine Beziehung, die liebt er noch, die er hinter sich hat? Genau. Das hat er dir schon so erzählt? Ja. Mhm. Er ist sehr offen, er ist sehr ehrlich, er hat auch... Aber dann, wenn gar nicht so viel von ihm kommt zu dir hin, wie ist es erklärbar, dass du so von Sinnen bist? Du bist ja völlig durchgedreht. Genau. Du bist ja wie ein junges Ding. Ja, ne? Genau. Das ist mein Problem und da komme ich gar nicht, da kann ich gar nicht mit handeln. Weiß er das denn, dass du so interessiert bist? Wenn er zwischen den Zeilen lesen kann, per SMS, ich denke ja. Und dumm ist er nicht. Kann das sein, dass du so sehr begeistert bist, dass es vielleicht auch so eine Überreaktion ist, weil du eigentlich so sehr viel vermisst in deiner Ehe? Das dachte ich anfangs, so die ersten 1-2 Wochen, aber nein, heute nicht. Nein. Hast du deinem Mann davon erzählt? Nein. Du sagst das so zögerlich. Weil
einfach meine Kinder oder meine Au-pair-Mädchen da schon mitbekommen haben, dass ich einfach irgendwo beim Essen, beim Frühstück, beim Mittag, beim Abend zwischendrin einfach abschalte. Ich finde jetzt ganz wichtig, dass du wirklich deine Erfahrung jetzt nutzt und dich eben nicht verhältst wie vielleicht ein Mensch in der Pubertät. So fühle ich mich aber gerade. Bitte? So fühle ich mich gerade. Ja, aber ich glaube, dass man jetzt ein bisschen analytisch und klug davor gehen muss. Wenn es jetzt eine wirkliche große Verliebtheit wäre, die von beiden Seiten da existent wäre, dann wäre der Fall ja noch was ganz anderes. Aber ich finde, dass du jetzt erstmal klären musst, was los ist, klären musst, was er denkt, indem du ihm das vielleicht ein bisschen mehr platzierst, was mit dir wiederum passiert im Moment. Dann wirst du eine Rückmeldung kriegen und die Rückmeldung wird wieder was mit dir anstellen. Vielleicht bringt sie dich wieder in eine Normalität zurück, wenn er sagt, nee, pass auf, ich überhaupt nicht, ich habe kein Interesse daran. Aber so, wenn du nichts machst, steigerst du dich ja da immer noch weiter rein. Ja, ich denke mal, ich habe von meiner Art her eben versucht klarzumachen, dass ich eben eine Rückmeldung möchte von ihm. Mhm. Und die kam recht zögernd. Und was beinhaltete die Rückmeldung? Dass er einfach das nicht in ein paar Worten mir schreiben kann per SMS. Und dann könnte man ja mal telefonieren miteinander. Das haben wir dann auch danach. Mhm. Und? Wir haben geredet, Stunden, aber nicht über das Thema. Tja. Ich empfinde dich als eine selbstbewusste Frau, die wahrscheinlich schon viel in ihrem Leben gemacht hat. Und diese selbstbewusste Frau sollte dann auch mal den Mut haben, einfach mal Tacheles zu sprechen und zu fragen. Hier, was ist los? Bei mir ist das los. Was ist bei dir los? Auch auf die Gefahr hin, dass er sagt, nein, ich nicht. Aber dann musst du das halt aushalten, dann ist es halt so. Ja, genau, und das ist mein Problem. Ja, genau das musst du tun, Marie-Louise. Genau das musst du tun. Sonst wirst du, glaube ich, völlig weg in der Birne, wenn sich das so weiter entwickelt, nur in deiner Fantasie. Ja. Allein aus Selbstschutz musst du das tun. Auch wenn es vielleicht weh tut, dann gesagt zu bekommen, nein, ich möchte das nicht und ich liebe dich nicht oder ich bin nicht verliebt. Aber dann hast du eine Wahrheit, mit der du umgehen kannst. Im Moment hast du nur Fiction im Kopf. Stimmt, ja. So, und jetzt wünsche ich dir ein gutes Handy und gutes Gelingen für dieses Gespräch. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ich wünsche es dir, dass du es schaffst. Ich danke dir. Alles Gute, Marie-Louise. Danke, tschüss. Ciao. Anita, 20 Jahre, guten Morgen. Hallo. Ja. Anita, was geht's bei dir? Ja, und zwar, es geht darum, dass ich mittlerweile weiß ich, dass ich mich in eine ziemlich gute Freundin verliebt habe. Mhm. Und das Problem ist, also ich bin eigentlich total hetero, ich konnte mir das auch nie vorstellen mit anderen Frauen oder so, aber jetzt habe ich sie kennengelernt und sie ist vom Charakter so lieb und so nett, dass ich eben jetzt mehr und mehr Gefühle für sie entwickelt habe. Also, du hast noch nie irgendwelche sexuellen Fantasien oder gar Erlebnisse gehabt mit Frauen? Nee, absolut. Auch keine Fantasien? Nee, gar nicht. Das Übliche, man hat die beste Freundin und die umarmt man auch, aber das war es dann auch. Ja, genau. Ja. Mhm. Und dieses Mädel hast du relativ neu kennengelernt, habe ich das gerade richtig verstanden? Ja, genau. Also es war so, ich habe vor ungefähr einem halben Jahr, habe ich den Beruf gewechselt. Mhm. Darf ich fragen, was du machst vom Beruf? Ich arbeite im Reisebüro. Im Reisebüro. Mhm. Also ich habe das Reisebüro gewechselt und da habe ich sie eben kennengelernt. Mhm. Und auch noch ein paar andere. Und wir sind jetzt so in einer Dreiergemeinschaft zusammengewachsen. Also ich, die Freundin und noch ein anderer guter Freund. Ja. Ist das eine Arbeitskollegin von dir oder war das? Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Und wir haben also ziemlich viel zusammen gemacht. Und sie war anfangs auch nur eine gute Freundin. Und jetzt so seit Februar habe ich eben gemerkt, dass so nach Gefühle entstanden sind. Und jetzt. Wie hast du das gemerkt? Was hat sich da bei dir verändert im Denken? Also zuerst fand ich sie eben nur ziemlich nett und habe mich gut mit ihr verstanden. Und dann eben, wenn sie mich irgendwie berührt hat oder so, habe ich gemerkt, dass ich dabei was empfinde. Mhm. Mhm. Und ja, jetzt würde ich schon sagen, dass ich mich in sie verliebt habe. Also jetzt könnte es in den Fantasien so weit gehen, dass du dir durchaus vorstellen würdest wollen, auch mit ihr eine erotische Erfahrung zu machen. Das wäre für dich jetzt denkbar schon.
Noch ein bisschen schlecht, aber ja. Noch ein bisschen schlecht, aber so die Richtung ja. Ja. Also ein Küsschen kann. Schon mal, aber noch keinen knallharten Sex. Nee, das noch nicht. Das noch nicht. Mhm. Aber so auch schon kuscheln oder so, das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, ja. Du hast keinen Freund im Moment. Also ich hatte bis heute. Bis heute? Ja. Also das Problem war, dass ich mich nicht zwischen meinem Freund und ihr entscheiden konnte. Ja, wobei das steht ja noch gar nicht an, die Entscheidung so, ne? Denn sie, ich habe das jetzt so verstanden, dass sie das ja noch gar nicht richtig weiß, oder? Nee, sie weiß es noch nicht. Also ja. Von meiner Gefühlswelt her wusste ich jetzt nicht, liebe ich jetzt ihn oder liebe ich jetzt sie. Ja. Und das hat sich jetzt aber so in den letzten 2 Wochen richtig rauskristallisiert, dass ich gemerkt habe, dass ich für meinen Freund keine Gefühle mehr habe. Mhm. Und dann haben sie heute eben auch Schluss gemacht. Mensch, dann ist ja alles ganz frisch und... Ja. Bist du traurig oder bist du erleichtert eher? Also von der einen Seite bin ich erleichtert, was jetzt mit meinem Freund Schluss ist, mhm. damit ich das Problem gelöst habe. Ja. Und von der anderen Seite bin ich eben ziemlich aufgeregt klar. wegen ihr. Ja, klar. Weil sie hat sich auch noch nie geäußert, ob sie jetzt auf Männer steht oder auf Frauen. Also ich weiß, dass sie weder einen Freund noch eine Freundin hat. Ja. Wie lange warst du denn mit deinem Freund zusammen? Also das war gar nicht so lang, das war jetzt ein Monat. Ach so, also das na gut, war so, dann geht dass er das. Eigentlich so seit schon 2 Jahren mein Traummann war. Aha. Und er wollte nichts von mir. Und dann so vor einem Monat ist er eben gekommen und hat gemeint, er möchte eine Beziehung mit mir haben. Mhm. Und da war ich eben auch super glücklich und habe gedacht, jetzt ist alles geklärt. Ja, das heißt, da eben die Geschichte. Da kanntest du sie ja schon, ne? Als das dann anfing mit dem Freund. Ja, aber da war sie eben nur eine gute Freundin. Da war sie eine gute Freundin. Mhm. Du sagst, du weißt gar nicht, wie sie gepolt ist. Aber wenn man so mit Freundin, als guter Freund, mit einem Freund oder Freund zu einer anderen Frau, quatscht und ratscht man darüber alles Mögliche. So auch dann über Männer oder über Liebe. Habt ihr euch noch gar nicht so unterhalten? Also das ist so, dass sie ein eher verschlossener Typ ist. Mhm. Also wir reden schon viel miteinander, aber jetzt so ganz intime Details oder so. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass, also erstmal, dass sie dich auch platonisch zumindest auch sehr mag? Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und gibt es denn so in der letzten Zeit so ein bisschen mehr körperliche Annäherung, dass man sich schon mal ja, ein bisschen öfter anfasst oder mal die Hand eine Sekunde länger auf der Schulter liegen lässt oder irgend sowas? Ja, das auf jeden Fall. Auch von ihr aus? Ja. Mhm. Also von beiden Seiten. Das Problem ist jetzt auch eben der sehr gute Freund, dem habe ich mich ja auch anvertraut. Ja. Und jetzt hatten wir letzte Woche eine Party und waren alle ziemlich betrunken und mhm. da haben sich die 2 geküsst. Oh. Und ich war erstmal total sauer auf ihn eben, dass er sowas macht, obwohl er weiß, dass mhm. ich Gefühle für sie habe. Mhm. Und er hat aber gemeint, er hat es eigentlich nur aus Frustration gemacht, weil es mit den Frauen eben bei ihm nicht besonders gut läuft. Aha. Und er hat auch gemeint, er wird keine Beziehung mit ihr anfangen. Ja. Und sie hat auch gemeint, dass es ein Ausrutscher für sie war. Aber so. Jetzt in welcher Richtung ein Ausrutscher, weiß ich leider auch nicht. vielleicht ein Ausrutscher in Richtung Männerwelt, wer weiß. Ja, das wer kann weiß. Sein. Ja. Aber sie hat auch noch nie so von früher erzählt, über ihre letzte Beziehung. Tauchen Männer überhaupt nicht auf in ihrem Leben, was sie dir bisher erzählt hat? Ja, also es war so, dass wir uns schon öfters irgendwie über Sex unterhalten haben mhm. oder so. Und sie hat dann auch gemeint, ja, sie hatte schon ein paar Männer oder so. Mhm. Aber dann, wenn wir wirklich ernsthaft miteinander geredet haben, hat sie dann eigentlich zugegeben, dass sie noch überhaupt keine Erfahrung mit Männern hatte. Ach. Und wie alt ist sie? Sie ist 18. 18. Mhm. Ja. Und ich habe halt ziemlich Angst, ihr jetzt meine Liebe zu gestehen, weil ich will auch die Freundschaft nicht kaputt machen. Das ist immer das große Problem. Genau. Und ich weiß ja auch nicht, ob sie damit jetzt überfordert wäre, wenn sie jetzt merkt, dass ihre Freundin irgendwie verliebt ist. Ja, ja. Man sagt es immer so, ich will die Freundschaft nicht kaputt machen. Und deshalb habe ich Angst, die Liebe zu gestehen. Ja. Nur andererseits, was will man denn tun? Will man denn die nächsten 20 Jahre auf Distanz sein zu dem geliebten Menschen? Immer sehnsüchtig sein? Immer vielleicht nur zusehen, was der andere dann macht? Sich immer zurücknehmen? Das will man doch eigentlich auch nicht. Nein, überhaupt ja? nicht. Und ich sehne mich auch schrecklich nach ihr. Ja.
Also ich finde schon, Anita, wo das jetzt so klar, das ist ja bei dir wirklich völlig klar. Du hast dich sogar von deinem Freund getrennt, obwohl du noch gar nicht weißt, ob da irgendwas raus wird. Das ist ja schon mal eine tolle Sache. Die meisten fahren ja erstmal zweigleisig, um vielleicht wieder ins gemachte Bett zurückzugehen. Du hast es nicht gemacht. Du hast aufgrund deiner Gefühle zu diesem Mädchen, wo noch alles frei und offen ist, wie das sich entwickelt, hast du dich von deinem Freund getrennt. Das finde ich schon mal sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja, eigentlich hat er sich von mir getrennt. Aha, aha. Aber wahrscheinlich auch, weil er merkte, irgendwie funktioniert das nicht mehr so richtig. Ja, genau. Mhm. Und weil er auch wusste, dass ich noch jemand anderen habe. Ach so, das wusste er. Ich mich nicht entfallen konnte. Ach so. Ja, ich habe ihm nur nicht gesagt, dass es ein Mädchen ist. Ach so. Ich habe gemeint, das ist ein anderer Junge. Gut. Das ist dann ja auch schon mal löblich, dass du das gesagt hast. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir weiter vor? Ja. Ich finde, da die Gefühle so klar sind und so innig sich anhören, wie du sie schilderst, dass du jetzt einen Schritt zulegen musst. Du musst jetzt näher an sie rangehen. Du musst es riskieren. Auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht nicht funktioniert, aber irgendwie hört es sich ja ganz gut an. Und ob du die Freundschaft dann kaputt machst, wenn es nicht funktionieren sollte, weiß ich nicht. Manchmal muss man das dann in Kauf nehmen. Ja. Aber ich finde, das kann man, sollte man auch in Kauf nehmen. Wenn man so ein Liebesgefühl hat zu einem Menschen, soll man zumindest den Versuch machen, sich zu öffnen, in der Hoffnung, dass der andere einen auch liebt. Wenn das dann nicht alles, wenn es nicht klappt, vielleicht findet ihr ja dann dennoch irgendeinen Weg für eine Freundschaft, vielleicht. Aber den Versuch sollte man machen. Guck mal, es gibt doch so eine schöne Fernsehsendung, eine Chance für die Liebe, ne? Und das muss man, der Liebe muss man auch eine Chance geben. Ja, das stimmt. Ja. Und das macht man nur, wenn einer sich bewegt. Du musst ja nicht mit der Tür ins Haus fallen. Du kannst es ja vorsichtig machen. Man kann ja jemanden signalisieren, ohne ganz plump zu werden. Hier, hey, ich hab dich wirklich gern und ich hab dich eigentlich noch ein bisschen mehr als gerne. Lad sie ein, mach ein schönes Geschenk oder überrasche sie oder sei besonders freundlich zu ihr und was weiß ich. Es gibt ja tausend Sachen. Ja, für den Anfang wäre ich schon ziemlich froh, wenn ich wenigstens wüsste, ob sie auf Männer oder auf Frauen steht. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das rausfinden soll. Ja, da könnte man sie auch ganz einfach mal fragen. Das ist ja noch eine recht unverfängliche Frage. Das kannst du doch mal machen. Ja, also mein guter Freund hat eben am Anfang gemeint, dass sie, also hat gedacht, dass sie lesbisch ist, ja. Und hat sie auch direkt ins Gesicht gesagt. Ja. Aber sie hat sich nie dazu geäußert. Aber weißt du, wenn sie 18 Jahre alt ist und vielleicht noch gar keine Erfahrung gemacht hat, ist das auch sehr schwierig, sich zu äußern. Und es gibt auf der Welt ja nicht nur heterosexuelle Menschen und homosexuelle Menschen. Es gibt ja ein großes Spektrum dazwischen. Vielleicht ist sie ein Mensch in diesem Spektrum und somit könntet ihr auch zueinander finden. Ja. Also du musst jetzt etwas unternehmen, Anita. Entweder sprichst du mal dieses Thema an oder du wirbst einfach so offen um sie und irgendwann gibst du ihr ganz einfach mal einen Kuss. Und mal gucken, was dann passiert. Okay. Alles Gute und alles Liebe und toi, toi, toi für die Liebe. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss, Anita. Tschüss. So, wir haben 1:39 Uhr und das ist eine sehr schöne Zeit für meinen nächsten Anrufer. Und der nächste Anrufer hat den schönen alten Namen Heinrich. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Heinrich. Ja. Ja. Ich bin durchgekommen. Das ja. ist ja toll. Ich freue mich. Endlich mal. Ja. Mal wieder. Um was geht's denn? Es geht darum, wie das Leben so spielt. So Schicksalsschläge, die kommen nur hier und da mal vor. Und ich wollte jedem irgendwie nochmal ins Gewissen rufen, dass es jedem, dem es heute gut geht, dass es ihnen morgen oder in einem Jahr schon bitterböse schlecht gehen kann. Du hast entsprechende Erfahrungen gemacht? Ja. Welche? Ja, und zwar irgendwie vor einem Jahr stand ich finanziell noch sehr gut da. Mhm. In diesem Jahr bin ich 30 geworden. Mhm. Und hat mir also letztes Jahr gesagt, zum deinen 30. schenkst du dir einen 270er CDI-Kombi. Oh. Ja. Und das wäre auch insofern irgendwie gar kein Thema gewesen. Wir sprechen von einem Mercedes. Ja, ja. Ja, mhm. Ja, so ein Kombi halt. Ich sage es nur für die Nicht-Insider, was das bedeutet, ja. Ein, okay. Ein sehr schönes und sehr teures Auto. Ja, richtig. Ja. Mhm. Und heute finde ich mich wieder. Irgendwie bin jetzt 1 Monat 30 mhm. und habe also gar kein Auto mehr. Mhm.
und habe auch im Moment gar keinen Führerschein mehr. Was ist denn passiert? Ja, Folgendes. Also letztes Jahr lebte ich noch in Frankreich. Ja. Mit meiner damaligen Freundin zusammen. Wir hatten uns in Frankreich selbstständig gemacht. Ja. Ein Haus gekauft. Ja. Was habt ihr ein Geschäft betrieben? Was habt ihr gemacht? Ja, also meine Freundin ist Tätowiererin. Tätowiererin. Die Ex-Freundin ist Tätowiererin. Ja. Ich bin Piercer. Oder. Und damit kann man so viel Kohle machen? Wenn man es schlau anstellt, schon. Und man ein gutes Schnäppchen mit einem Haus ergattern kann. Mhm. Und ja. So, nun vermute ich mal, ich höre, voriges Jahr war alles noch wunderbar im grünen Bereich, dass irgendwas passiert ist, dass das Geld ist weg. Die Frau ist weg. Der Führerschein ist weg. Was ist denn geschehen? Ja, also im Oktober letzten Jahres bekam ich Nachricht, dass es meinem Vater in Deutschland schlecht ging. Mhm. Also ich kannte schon, als ich nach Frankreich ging, seine Diagnose. Er hatte also Alzheimer. Mhm. Und wollte also nicht aus Deutschland weggehen nach Frankreich, ohne eine Person zu haben, die verantwortlich ist. Also ich wollte mir nicht nachher sagen lassen im Nachhinein, du hast deinen Vater im Stich gelassen. Mhm. Sondern hatte mir das damals dann so gedacht, solche Menschen sollte man ja so lange wie möglich in ihrer Umgebung belassen. Das heißt, du bist dann wieder zurückgegangen nach Deutschland, um den Vater zu pflegen. Ja, im Oktober letzten Jahres kriegte ich vom Krankenhaus Bescheid, mein Vater wäre im Krankenhaus. Ja. Bin sofort nach Deutschland und kriegte dann vom Krankenhaus zu hören, ja, also er wird entlassen, entweder nur in ein Altenheim. Ja. Oder er muss also, er ist auf jeden Fall pflegebedürftig. Ne? Ja. Wie hat sich das mit dem Vater weiterentwickelt? Ja, also ich habe vom Vormundschaftsgericht die Betreuung beantragt. Mhm. Die Betreuerin, die damals eingesetzt wurde, hat das also als nicht gut empfunden oder befunden oder mich als nicht... Wir machen es mal nicht so ausführlich, sonst verstehe ich die ganze Geschichte nicht. Ja. Ich muss jetzt fragen, der Papa lebt aber noch. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Jetzt sag mir nochmal, warum du das Geld verloren hast und warum du den Führerschein verloren hast. Ja, also im letzten Jahr ging es dann... Also meine Freundin sagte mir, das ist völlig okay, dass ich nach Deutschland gehe. Mhm. Meinen Vater rüberhole, das war überhaupt der Plan. Das Haus ist groß genug gewesen. Mhm. Eine 60 Quadratmeter Wohnung hatte ich für ihn schon bereit, die hatten wir aber vermietet. Und wohl wissend, dass er irgendwann kommt halt mal der Zeitpunkt. Ne? Mhm. Und dann wollte ich ihn nach Frankreich holen. Und sie sagte mir, dann geh mal nach Deutschland und hol mal deinen Vater rüber. Dann hat sich das hier vom Gericht über Monate hinweg gezogen. Und im Dezember sprachen wir also am Telefon dann schon ein bisschen übelst irgendwie miteinander. Also jedes Mal, wenn sie anrief, irgendwie ging es um Geld. Heinrich, ich versuche es nochmal. Wir müssen uns ein bisschen komprimieren. Ja. Warum hast du denn Geld verloren? Wo ist das Geld? Das Geld hat sie. Das Geld hat sie? Das Haus hat sie? Ich finde mich da wieder, wo ich vor 10 Jahren angefangen habe quasi. Ich wohne wieder in der Wohnung von meinem Vater. Mhm. Wo ich auch selbst aufgewachsen bin. In Deutschland? In Deutschland. Ja, und du betreust den Vater auch? Und ich betreue den Vater, habe im Moment keinen Job. Wir leben zu zweit, also von einer kleinen Rente, ja, die er bezieht. Ja, aber das, was du machst, kann man doch eigentlich auch in Deutschland machen. Ja, richtig. Es ist schwierig. Es ist schwierig, einen Job da jetzt irgendwie zu finden. Mhm. Weil ich natürlich auch jetzt irgendwo, ja, quasi sozusagen ledig mit Kind bin. Ne? Also ich betrachte jetzt meinen Vater als irgendwo, ja. Ich bin ja beaufsichtigte... Um wie viel Geld ging es denn da eigentlich? Es muss ja um sehr viel Geld gegangen sein, die jetzt deine Ex-Partnerin da für sich gekascht hat. Um wie viel Geld geht's da? Also ich würde mal sagen, ich will das jetzt nicht in Geld ausdrücken irgendwie, sondern eigentlich in mehr oder weniger, sie hat mir ja nicht nur die Zukunft verbaut, insofern, dass ich meinen Job dort nicht mehr ausüben kann. Also wir hatten ja gemeinsam das Geschäft, sondern das geht ja noch so weit, dass sie ohne mich niemals dahin gekommen wäre, wo sie jetzt ist. Warum ist das denn alles dann so kaputt gegangen? Das verstehe ich gar nicht. Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum... es keine klare Regelung gibt, dass du zumindest die Hälfte von dem, was ihr gemeinsam da erwirtschaftet habt. Ja, da bin ich schön blauäugig an die Sache rangegangen. Mhm.
sehr vertrauensselig und so, ne? Achso, es läuft denn alles irgendwie auf ihre, auf ihren Namen? Alles läuft auf ihren Namen, ja. Ganz genau. Und ihr habt euch bis vor allem... Ich habe also das Auto noch bis vor ein paar Wochen, das letzte Auto habe ich noch bis vor ein paar Wochen gezahlt. Und das läuft aber auch auf ihren Namen und das muss ich also in Frankreich auch abgeben. Und jetzt kommt der Hammer eigentlich. Im Februar bekomme ich dann jetzt vom Gericht Bescheid, dass ich endgültig die Betreuung übernehmen darf. Mhm. Rufe sie in Frankreich an. Die Betreuung von dem Vater? Nee, meine Ex-Freundin. Damals noch meine Freundin. Ja, die Betreuung von dem Vater übernehmen kannst. Genau, geil. Mhm. Ja, ja. Mhm. Und teile ihr das also mit und sie sieht halt mir also mit, ja gut, dann hast du ja das geschafft, was du wolltest. Wie eigentlich immer. Also Heinrich, wir beide schaffen das jetzt nicht im Rahmen dieser Sendung, im Rahmen der Zeit, die uns zur Verfügung bleibt, das zu klären. Ich habe es nicht verstanden, was da nur richtig passiert ist zwischen dir und deiner Freundin. Aber du hast ja am Anfang einen Satz gesagt, dass man sich eigentlich letztendlich nie in Sicherheit wiegen darf und sollte, wenn es einem auch gut geht, sondern man kann innerhalb von Stunden ja durch die verschiedensten Umstände oder Schicksalsschläge in eine ganz andere Situation kommen. Absolut. Ne? Absolut. Du kannst auch froh sein, dass du gesund bist. Du hättest ja auch schwer krank werden können. Das wäre ein noch schlimmerer Schicksalsschlag gewesen. Aber es gibt ja bei allen Dingen auch immer eine gute Seite. Und die gute Seite ist, dass ich Papa werde. Ach so, dass du Papa wirst? Ja, von ihr. Von ihr? Ja, das ist wohl im Dezember passiert. Ja. Und jetzt darf ich wohl ab September auch noch Unterhalt zahlen. Ja. Aber die gute Seite ist auch, dass du dich um deinen Papa zum Beispiel kümmern kannst jetzt. Ja, aber ich habe wirklich jegliches Vertrauen in die Menschheit total verloren. Mhm. Also ich denke mal, so Familie ist immer das, was man im Endeffekt immer hat. Papas gibt's nur einmal. Mhm. Aber Frauen gibt es halt wie Sand am Meer. So, jetzt musst du aus der Situation das Beste machen. Das heißt, dein Vater ist sehr schwer krank. Mhm. Jetzt power die ganze Energie, die du hast. Und egal, was da jetzt alles passiert ist in der letzten Zeit, da rein, dass es dem alten Mann in seinen letzten Tagen, in seinen letzten Monaten oder Jahren, die ihm noch bleiben, so gut wie möglich geht. Ja, das ist überhaupt mein Anliegen, ja. Das finde ich auch, ja. Und dafür wünsche ich dir wirklich von Herzen alles Gute, Heinrich. Danke dir. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Stefan, 23 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Stefan, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's sowas, wie vorhin schon ein Thema ging. Und zwar habe ich auch jemanden kennengelernt über sowas wie eine Kontaktbörse. Mhm. Bei Vodafone Wop a Party. Was war das? Und zwar Vodafone Wop a Party. Aha. Sowas wie eine Kontaktbörse. Mhm. Da habe ich jemanden kennengelernt vor einigen Wochen. Mhm. Und auch lieben gelernt. Mhm. Wir telefonieren sehr oft miteinander, schicken Briefe hin und her. Mhm. Bis ich dann mal angesprochen habe, dass wir uns ja mal treffen könnten, dann hat sie jedes Mal immer eine andere Ausrede dafür gefunden, mich nicht zu sehen. Mhm. Ich habe mich dann immer gefragt, was ist denn los? Bis sie mir dann irgendwann mal unter Tränen gestanden hat, dass sie von ihrem Vater 4 Jahre lang vergewaltigt wurde. Mhm. Ja, und sie deshalb Angst hat vor einem persönlichen Treffen. Genau. Und überhaupt Angst wahrscheinlich auch vor Männer hat. Ja, so kann man es eigentlich ausdrücken, ja. Ja, wie alt ist sie? 21. Mhm. Nun geht das Ganze ja erst ein paar Wochen. Das geht ja noch. Damals, gerade hatte ich halt den Fall von, dann ging es ja 2 Jahre, dass ja, die genau. beiden sich nicht gesehen haben. Mhm. Jetzt hat sie dir das gestanden. Das ist ja meistens für die Menschen, die so etwas ertragen mussten, schon immer eine große Überwindung, das auszusprechen. Wie hast du darauf reagiert? Ja, ich war schon etwas fassungslos und ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Mhm. Aber du hast ja irgendwie reagiert. Du hast ja irgendwas gemacht, gesagt. Ja, ich habe ihr einfach mal zugehört. Ja. Das ging dann über Tage. Ja. Jeden Tag hat sie mir etwas mehr erzählt. Ja. Ja, war einfach nur für sie da und ja, eigentlich konnte ich ihr auch nicht viel dazu sagen. Ja. Wie lange liegt es denn zurück, dass sie das hat ertragen müssen? Ja, das war von ihrem 5. bis zum 9. Lebensjahr. Vom 5. bis 9. Lebensjahr. Ist der Vater angezeigt worden? Nee, der ist niemals angezeigt worden. Der kam kurz nach ihrem 9. Lebensjahr, kam der bei einem Autounfall ins Leben. Hat sie denn eine Therapie gemacht schon? Damals oder jetzt später? Nee, das wollte sie nicht. Mhm. Sie will auch jetzt noch keine. Ja. Hat sie denn schon mal einen Freund gehabt? Ja, aber mit ihm gab es auch so Probleme. Probleme? Dass sie einfach zum Beispiel sexueller Art nicht gerade so... Ja. Ja, so locker ist. Ja. Was macht sie im Moment? Wie lebt sie? Sie lebt alleine oder lebt sie noch bei der Mutter? Nee, die Mutter ist auch tot. Das war schon das
Das war bei ihrem 5. Lebensjahr, kam die Mutter ums Leben. Mhm. Deswegen wohnt sie jetzt bei einer Tante und studiert in Heidelberg. Ja. Wissen das viele Menschen? Hat sie das schon vielen erzählt? Nee. Eigentlich sehr, sehr wenigen. Dann ist das ja schon wirklich eine tolle Sache. Und das zeigt ja, dass sie, auch wenn ihr euch nur ein paar Wochen per Telefon kennengelernt habt, dass sie Vertrauen zu dir hat. Ja, das finde ich, ne? Das finde ich schon. Das finde ich schon ein tolles Signal eigentlich an deine Person hier. Ich sage, ich erzähle dir das, was eigentlich das Schlimmste in meinem Leben ist. Mhm. Obwohl ich dich gar nicht kenne, ich habe dich noch nie gesehen. Ja. Das finde ich schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt bist du natürlich wahrscheinlich mit der Situation überfordert und weißt gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Genau, das ist mein Problem. Mhm. Also wie gesagt, ich finde es erstmal toll, dass das Mädel das erzählt hat. Und jetzt ist deine Aufgabe, finde ich, wirklich sehr behutsam und sehr sorgsam mit der Frau umzugehen. Das heißt, ihr erstmal wirklich allen Freiraum zu lassen, dass sie entscheidet, wie sich das weiterentwickelt mit euch beiden. Ich würde auch an deiner Stelle versuchen, immer wieder darüber zu reden. Frag sie ruhig auch. Hab gar keine Hemmungen, da auch intime Sachen zu fragen. Das machen wir hier in der Sendung auch. Und die Leute sagen immer hinterher, das ist gut, dass wir haben so offen reden können. Vielleicht mit dem Fernziel, dass sie auch irgendwann in eine Psychotherapie geht, weil ich glaube, dass das in 99% der Fälle der richtige Weg ist für die Frauen, für die Menschen, denen das widerfahren ist, die so etwas haben ertragen müssen. Ja, das denke ich auch, nur sie meint es, dass sie das nicht könne. Gut, dann kannst du sie auch noch nicht drängen dazu. Vielleicht solltest du es einfach mal so im Hinterkopf haben für ferne Zeit, in ein paar Monaten oder so, dass du das vielleicht noch eher so bewirken könntest. Im Moment ist es einfach, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass du ein offenes Ohr für sie hast, dass du Interesse zeigst. Ich würde auch nicht dieses Thema so peinlich irgendwie umgehen. Rede ruhig öfter darüber. Das beschäftigt diese Frau so viel. Wahrscheinlich träumt sie davon und denkt so oft daran. Dann soll sie dir das auch ruhig erzählen. Und bau so einfach Vertrauen auf. Und zeig ja auch, dass vielleicht die Sexualität für dich erstmal gar nicht so das Wichtigste ist in eurer Beziehung, in eurer angehenden Freundschaft. Dass sie da gar keinen Erwartungsdruck hat. Sondern dass sie soll es entscheiden, was passiert und wann es passiert. Ja, genau das habe ich ihr auch schon versucht beizubringen, nur glaubt sie das einfach nicht. So, sie hat die Erfahrung gemacht, dass Männer anscheinend nur auf Sex aus sind. Gut, aber dann hast du die Chance, ihr kennt euch ja erst ein paar Wochen, dann hast du die Chance in den nächsten Wochen oder in den nächsten Monaten sogar, das glaubhaft zu machen durch dein Verhalten. Das liegt jetzt daran, wie du dich gibst am Telefon. In der Regel sage ich auch immer, komm Leute, trefft euch, macht nicht so ein Theater am Telefon. Aber in diesem Fall würde ich auch noch sagen, komm, telefoniert mal ruhig noch ein bisschen weiter. Du kannst ja sagen, dass du dich schon freuen würdest, sie mal zu treffen. Aber sie soll dann letztendlich den Startschuss dazu geben. Ja, das habe ich ihr auch schon mal vorgeschlagen. Ja. Also im Prinzip verhalte dich wie immer. Und wenn dir diese Frau wertvoll ist, und das höre ich irgendwie so raus, dass du sie schon sehr magst. Und, ja, das ist doch so. Ja, dann geh mit aller Behutsamkeit an sie ran, nehme dich zurück und vor allen Dingen im Punkt Sexualität soll sie es entscheiden, wann sie etwas möchte und was sie möchte. Und sie soll auch die Initiative ergreifen, irgendwann zum Treffen. Mhm. So würde ich es machen. Ja, das wäre wahrscheinlich die beste Lösung. Ja, dann kannst du auch nichts falsch machen. Das ist, letztendlich muss alles unter der Prämisse stehen, Vertrauen aufbauen. Sie hat schlechte Erfahrungen gemacht, sie hat übelste Erfahrungen gemacht. Also geht es jetzt darum, dass sie Vertrauen gewinnt. Und das ist deine Aufgabe jetzt. Ja. Stefan, dafür wünsche ich dir viel Glück. Das ist jetzt fein, mit Fingerspitzengefühl musst du das machen. Ja, vielen Dank. Aber hab keine Scheu, sie auch, wie gesagt, über das, was ihr da angetan wurde, sie zu befragen. Das ist schon in Ordnung. Ja, nur hat sie eben leichte Probleme, darüber zu reden. In letzter Zeit sagt sie auch, ich soll sie nichts mehr über die Vergangenheit fragen, sie will nicht mehr darüber reden. Okay, dann akzeptieren wir das auch so. Aber sie hat ja schon mal die Tür geöffnet dafür, das ist ja auch toll. Mhm. Na, dann musst du jetzt wirklich sehr sensibel vorgehen. Okay? Ja. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema das Geschäft mit dem Sex und am Donnerstag sind wir um 11:45 im Fernsehen, im WDR-Fernsehen, direkt nach dem Kanzlerbungalow. Olaf, 32 Jahre alt, guten Morgen.
Ja, hallo, grüß dich. Hallo, Olaf. Mein Ex-Freund ist Ausländer. Eigentlich ein Thema von letzter Woche, nicht wahr? Ja, genau, vor zwei Wochen hatten wir das. Ja, vor zwei Wochen, weiß ich nicht mehr. Ja, wie du raushörst, ich bin also schwul, hab einen jungen Türken kennengelernt und das Ganze lief 13 Monate. Natürlich von seiner Seite aus unter diesem Deckmantel, keiner darf es wissen, von seiner Familie her, aus einem muslimischen Bekanntenkreis. Und wo hast du ihn kennengelernt? In irgendeiner schwulen Kneipe? Oder? Ja, genau, richtig. Ja. Ja, und irgendwie war ich so blind und habe mich ja schon fast selbst aufgegeben, also wirklich zur Selbstaufgabe, habe dieses 13 Monate lang ja auch ihm jeden Wunsch, sei noch so heftig der Wunsch gewesen, eben halt in erfüllt. Was meinst du mit heftigen Wünschen? Ja, ich sag mal, ein tolles Leben ermöglicht. Ach so, materiell Autos, auch. Ja, Autos und ja, bis zum, obwohl er schon sehr muskulös war, also Fett absaugen noch an der, ja, also Geschichten. Wie bitte, du hast ihm das Fett absaugen bezahlt? Ja, lustig, gell? Eine Freundin von mir hat gesagt, sie hätte es gern. Also du hast im Klartext in den Burschen viel Geld investiert. Jo. Ja. Und das lief aber alles absolut geheim, weil die Familie... Von seiner Seite aus. Von seiner Seite aus. Ist klar, ja. Mich haben Freunde gewarnt und haben gesagt, mach die Augen auf und so, ist klar. So, aber du, in all dem, was du sagst, schwingt Enttäuschung und ein bisschen Zorn mit. Was ist passiert? Nee, Zorn nicht mehr. Zorn gegen mich selbst vielleicht. Ja. Weil jetzt kommt das Skurrile. Ja. Genau, am Tag, wo wir 13 Monate zusammen waren, kam er dann zu mir ins Büro, er war auch seinerzeit noch beschäftigt bei mir und hat gesagt, er kann es jetzt nicht mehr weiter so führen, das Leben. Er hat mit seinem Hodja, also seinem muslimischen Priester, über Dinge aus dem Islam gesprochen. Das geht alles noch nicht. Er muss sich jetzt dem Teufel, sag ich mal, abwenden und ab dem Tag, und das ist auch so, das weiß ich, es gibt für ihn nur noch Allah und der rechte Weg. Und der rechte Weg heißt Frauen? Ja, ist jetzt seit dem 16. April verheiratet. Aha, war das schon länger eingefädelt? Die hatte also, das weiß ich auch so, wohl erst nachdem wir Schluss hatten, kennengelernt. Und ist jetzt eben halt verheiratet. Und arbeitet? Die wirklich hat mich schon versucht zu bekehren mit irgendwelchen Büchern der Islam als Alternative und so. Wie erklärst du dir das, dass er da plötzlich so eine Kehrtwendung gemacht hat? Also er war ja von zu Hause aus schon gläubig, also ist in der Familie schon drin, ne? Kann es sein, dass der Druck zu groß wurde von zu Hause nach dem Motto, warum heiratest du? Wie alt ist er? Also jetzt 24. Ja. Das ist hart, ne? Ja, aber es ist so skurril, weil ich sag, wäre es ein anderer Kerl gewesen, wäre ich wahrscheinlich ausgerastet, ne? Dann bin ich amok gelaufen. Aber auf der anderen Seite jetzt diese Situation, und wir haben auch heute noch Kontakt, also wir waren auch bis zu kurz vor ein paar Wochen noch bei mir beschäftigt. Ja. Ich habe das eigentlich, und für mich halte ich das noch nicht aus mehr, weil verstehe ich. Zugeben, du liebst ihn noch. Ja, sicher, es hat auch niemand, andere Leute sagen zu mir, warum gibst du mir keine Chance? Ich wäre schon auch zornig auf ihn, wenn ich du wäre. Weil ich mit so etwas nicht anfangen kann. Also habe ich kein Verständnis für. Ja, gut, aber... Es geht um die Liebe und was will man da reden? Ja, aber das ist dieser Glaube, was ich dann nicht auch nur damals durch angerufen hatte und nicht mal dran gekommen bin, damit sagen wollte, ist eigentlich, hey, ist jetzt egal, ob jetzt Ausländer, ob Deutsche, so, nicht so viel investieren und vor allem, ich habe, was ich an Freunden, also das ist so mein Zorn. Olaf, jetzt muss ich leider dich völlig unterbrechen und die Sendung ist vorbei. Es tut mir leid. Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Okay, ciao. In der Technik, Gunter Papperitz. Das Geschäft mit dem Sex heißt unser Thema morgen. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich freue mich auf euch und eure Geschichten. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.